Hallo, hallo. Hallo. Hallo Facebook. Hallo YouTube. Wo sind wir noch? Hallo, riesige Fangemeinde. Auf Xing. Hallo Auf Freunde. LinkedIn. Geht gleich los. Ich sehe gleich den Einmal 38. Seite Countdown. auch. Gleich passiert hier was. Die Geduld zahlt sich aus. Oh, ich stand hier auf dem Schuh. Dauert nicht mehr lange. Wir warten noch ein paar Sekündchen, bis losgeht und dann erzählen wir euch was. Geht's jetzt los? Ja, schauen wir mal. Ich würde sagen, das heißt, es geht los. Yay. Super. Hallo. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Ich bin die Hi. Nele und das sind unsere drei SEO-Experten, Nora, Julian und Felix. Und die drei werden euch heute zum zweiten Mal eure SEO-Fragen beantworten. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie jetzt direkt in die Kommentare. Beim letzten Mal sind besonders am Ende viele Fragen gekommen, die wir dann leider nicht mehr beantworten konnten. Also, wenn ihr eine Frage habt, jetzt in die Kommentare schreiben. Wir sind übrigens, wenn alles geklappt hat, auf Facebook und YouTube und eventuell auch auf LinkedIn live. Stimmt das? Ja. Ja, schauen wir mal, wie das funktioniert. Egal, wo ihr zuschaut, schreibt eure Frage in die Kommentare. Wir versuchen, alles im Blick zu behalten. Bevor es losgeht, eine Frage an euch. Um mal kurz die Technik zu prüfen. Könnt ihr uns alle gut sehen und hören? Dann kommentiert mal. Ja, funktioniert das? Wie sieht es aus? Schreibt Ja. niemand. Ja, doch. Eine Doch, Frage. eine Person. Eine Frage haben wir schon. Ja. Und wer war beim letzten Mal schon dabei? Auch mal melden. Beim letzten Mal war es ja so, dass ganz unterschiedliche Fragen gekommen sind. Deswegen frage ich mich, was für Fragen wünscht ihr euch denn? Wo denkt ihr euch, mit diesen Themen sollten sich die Webseitenbetreiber eigentlich mal mehr beschäftigen? Das ist jetzt euer Wunschkonzert. Ihr könnt jetzt den Zuschauern was in den Mund legen. Fragt danach. Viele, ich habe, also wir haben schon eine Frage, die tatsächlich sehr cool ist, auch. So eine, ich mag immer gerne diese strategischen Fragen. So, worauf sollte man achten und so weiter? Was ist so quasi wichtiger als das andere? Oder wie ist das Ganze? Das sind so coole Fragen. Genau. Was ist dir wichtiger? Soll ich die Frage von Kevin? Ja, ich mache die Ja, Frage. gerne. Der Kevin hat die erste Frage nämlich gestellt: Worauf sollte man den Fokus aktuell legen, um weit oben gefunden zu werden? On-Page, Ladezeit oder Content? Und das ist so eine Frage, wo ich sage, die ist eigentlich ganz cool. Es ist halt nie so, dass man sagt, darauf oder darauf. Aber ich habe mal eine ganz coole Erklärung gehabt. Ich weiß leider nicht mehr, von wem es war. Früher war es eben so, dass man verschiedene. Das ist einfach so war in Sachen On-Page musste man seine Hausaufgaben machen, in Link-Building seine Hausaufgaben, und dann hat man gut gerankt. Heute ist es so, dass man gewisse, weil es ja ein Algorithmus ist, man braucht halt so einen Mindeststandard, den man erreichen muss, um überhaupt die Chance zu haben, jemals zu ranken. Und das ist so die Sache, wo ich sage, On-Page und Ladezeit, das sind so quasi die Sachen, die muss man machen. Manche Sachen sind natürlich auch die Kühe dann, aber in Sachen Content ist es halt so, wenn ich quasi in Sachen On-Page und Ladezeit die Basics geschafft habe, dann kommt der Content. Ja? Also das ist so eine Geschichte, wobei ich halt auch bei On-Page jetzt nicht sage, das ist nur Basics ungefähr, sondern man muss halt schon gucken, dass man da auch die besten Sachen macht. Das heißt halt Optimierung, das heißt, man ist nie fertig, leider. Und wenn eins davon ganz im Argen ist, also angenommen, ihr habt eine super On-Page, super Ladezeit und der Content ist kacke, ist nicht gut, ja. Ich weiß nicht, ob das, aber wir sind ja nicht im Fernsehen, ja. Dann ist es halt auch, fällt alles andere flach, ja. Genau.
Es gab schon direkt die nächste Frage, und zwar von der Anja. Sie fragt, könnt ihr mal erklären, wie Internal PageRank, JRank und 2DRank zusammenhängen und wie ich sie benutzen kann, um meine interne Verlinkung zu verbessern? Also ich finde generell diese es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, letztlich irgendwie Link-Juice zu berechnen. Würde ich mich jetzt ungern irgendwie auf eine Art und Weise da beschränken. Ich würde mit einem Tool arbeiten, was dir für deine Seitengröße am besten die interne Verlinkung visualisiert. Also ich persönlich bin großer Freund von Screaming Frog zum Beispiel, natürlich auch Write. Ne? Aber Screaming Frog hat auch eine sehr schöne Funktion mit drin, wo man den Linkgraph sich visualisieren lassen kann, was man früher noch irgendwie kompliziert mit Giphy machen musste. Und ich denke, dass gerade auch so ein 3D-Modell von der internen Verlinkung einem viel mehr hilft, sowas zu verstehen, als jetzt einfach eine klare Zahl zu verwenden, um das Ganze zu gewichten. Also dass man ein bisschen qualitativer an das Ganze rangeht. Und ich denke eher, dass der eine Link mehr oder weniger macht jetzt das Kraut nicht fett, sondern die wichtigsten Seiten müssen gut verlinkt sein. Und da geht es auch darum, dass die gut gefunden werden, dass die Links auch entsprechend gut gesetzt sind. Ich bin kein Fan von so Rank-Zahlen, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, es gibt ja, wie gesagt, den nach wie vor, glaube ich, das Reasonable Server Patent, wo man also letzten Endes, so wie Google den Link bewertet, kann man es quasi wahrscheinlich gar nicht machen, weil die eben viel mehr Daten haben. Ja? Also da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig mit solchen Tools, die versuchen, das nachzubauen. Ist ein bisschen, ja. Ja. Die nächste Frage kommt von der Nina aus Facebook. Wie wichtig sind Landingpages und sollte ich diese mit Kampagnen bei AdWords bewerben? Also eine Landingpage ist ja ein etwas unklarer Begriff. Das ist prinzipiell mal alles, wo man landen kann, wenn man irgendwo bei Google klickt. Ich vermute jetzt mal, du meinst so Seiten mit sehr viel Inhalten, wo du jetzt nicht direkt was drauf verkaufen willst. Also die sind aus meiner Sicht wichtig, um dir erstmal eine Autorität in einem bestimmten Themenbereich zu verschaffen und auch um so ratgebenden Content zur Verfügung zu stellen. Explizit bewerben würde ich die jetzt nicht unbedingt. Wie seht ihr das? Es kommt halt ganz auf die Strategie drauf an. Also ich finde jetzt nicht, dass es zwanghaft nötig ist, das zu bewerben. Aber ja, Landingpages sind definitiv wichtig, weil ohne Landingpages kein SEO. Irgendwo muss man ja landen, sonst kommt nichts von der Suchmaschine. Die sollten dementsprechend perfekt optimiert sein, so dass sie am besten die Nutzerintentionen abdecken und die Leute gut ankommen. Und ja, da muss schon ein bisschen was passieren, damit da auch Leben drauf kommt, aber deswegen AdWords draufschalten, das ist für mich ein anderes Thema. Das gehört jetzt nicht für mich eins zu eins dazu. Also, ja, es gibt SEO-Landingpages und dann gibt es SEA-Landingpages. Und es gibt manche Leute, die quasi das trennen so ein bisschen, weil eine SEO-Landingpage, damit die eben funktioniert, muss sie auch gut ranken. Das heißt, ich brauche zum Beispiel Text. Bei einer SEA-Landingpage brauche ich es nicht, weil die einfach, da bewerbe ich, also da brauche ich schon auch ein bisschen Text, aber die kann ganz anders aufgebaut sein als eine SEO-Landingpage. Das heißt, ich sollte immer schauen, von wo aus landen die Leute auf dieser Landingpage, weil wie gesagt, eine Landingpage ist eigentlich alles, wo man landet. So der Name so ein bisschen. Und die sollte halt ihren Zweck erfüllen. Also bei Google Ads ist es gar nicht so wichtig. Da muss sie halt gut konvertieren, weil jeder Besucher wahnsinnig viel Geld kostet. Bei SEO sollte sie auch gut konvertieren, aber da sind andere Sachen auch noch wichtig. Aber das wiederum finde ich auch ein spannendes Thema, weil das ist immer so, also war oft schon Thema, wenn man SEA-Landingpages hat, hat man zusätzlich noch SEO-Landingpages. Dürfen die parallel existieren? Schwierige Frage. Also das ist wahrscheinlich eher eine Frage für die SEA-Experten, die sich da mit der Conversion Rate halt von diesen SEA-Landingpages auseinandersetzen. Aber als SEO muss ich sagen, dass es mir immer lieber ist, wenn man eine klare Landingpage hat, die für SEO und SEA gleichzeitig da ist, damit man auch die Traffic-Ströme eben auf der korrekten SEO-Landingpage hat und nicht, dass sich so tröpfchenweise überall verbreitet. Das ist zumindest meine persönliche Einschätzung als SEO. Aber ich weiß, dass man da als SEA sicher, als SEA-Experte das sicherlich nochmal da ein bisschen mehr Freiheit gerne hätte und eben ein bisschen was rausschmeißen würde, was jetzt bei SEO-Seiten oft drauf ist. Aber wenn es halt für SEO-Seiten auch Conversion-Seiten technisch ein Hindernis ist, sollte man es auch auf einer SEO-Landing-Page rausschmeißen, finde ich wiederum. Es muss nicht immer viel Text auf einer SEO-Landing-Page sein. Ja.
Apropos persönliche Einschätzung als SEO, könnt ihr eigentlich noch normal auf eine Webseite schauen, ohne an SEO zu denken? Nein. Also ich kann das wirklich nicht und ich merke auch, wie oft ich mir bei einem Text denke, oh nein, das ist so ein klassischer SEO-Text alter Schule, schade, da hätte man doch so viel mehr rausholen können. Also ich merke das überall, wenn ich im Internet unterwegs bin. Ja, gerade das Thema Nutzerfreundlichkeit ist da auch sowas, da kann ich mich regelmäßig aufregen, wenn ich einfach im Internet unterwegs bin und ich irgendwie schikaniert werde mit irgendwelchen kompliziert gestalteten Cookie-Warnungen und was weiß ich, wo man sich so denkt, das geht doch auch einfacher, das muss doch nicht sein. Aber ja, das wird man nicht los. Nee. Und was nervt euch am meisten? Also ist es die Nutzerfreundlichkeit? Kommt immer darauf an, was man will auf der Seite. Also wenn ich auf einer Seite Informationen will und ich kriege sie nicht, das ist immer so ein bisschen... Also je nachdem, bestellen ist auch immer... Schnell mal einen Shortclick erzeugen, immer schön negatives Feedback geben. Mich nervt es speziell auf Blogs, wenn ich mich über ein Thema informieren will, wenn jemand zu schnell mich zu einer Transaktion drängen möchte. Also ist ja in Ordnung, wenn man irgendwie am Schluss seinen Kurs für irgendwas verkaufen will oder so, aber... Prinzipiell ist ein Blog halt erstmal zur Information da und das stört mich. Ja, oder wenn es halt nichtssagende Absätze drin sind. Wenn ich weiß, irgendwo steht wahrscheinlich die Antwort, aber vorher stehen noch zwei Absätze, wo jemand einfach bloß fabuliert, dann denke ich mir, ja. Apropos Blogs, gibt es typische Blogs, die ihr gerne lest? Außer natürlich der SEOkratie-Blog, klar. Also gerade was News betrifft, bin ich halt einfach sehr gerne auch bei Search Engine Land unterwegs, weil man einfach dort die internationalen News bekommt und meistens am schnellsten und schön kompakt. Das ist immer eine schöne Quelle der montaglichen News-Inspiration. Ja. Also ich lese eigentlich so mal hier, mal da. Ich kann mich da jetzt gar nicht so festlegen. Auch gerade, was ich momentan. Die T3N ist zwar kein Blog, aber finde ich momentan ganz cool, einfach weil die auch so einen breiten Fokus rausbringen. Sonst Search Engine Land und Marketing Land darf man auch nicht vergessen. Also auch wenn wir das nie im Blick haben, aber gehört ja zum gleichen Unternehmen. Die machen halt auch so ein bisschen breiteren Blick, wo man halt auch so ein bisschen über den Tellerrand was rausschaut. Also ich mag es eigentlich lieber so ein bisschen interaktivere Formate. Also ich schaue ganz gerne YouTube-Videos aus meinem Themengebiet oder ich folge SEOs auf Twitter. Ist eher was, was mir mehr liegt zurzeit zumindest. Hört auch jemand Podcast? Jo. Ich, kannst du einen empfehlen? Bin, glaube ich, da gibt es ja mittlerweile sehr viele. Es gab sogar ein Podcast-Treffen anscheinend neulich von SEO-Podcasts oder Online-Marketing-Podcastern. Ja, also die ganzen Ternfrequenz-Podcasts, die jetzt quasi da, das sind ja verschiedenste, finde ich immer wahnsinnig cool. Ich habe da immer so Phasen, also ich höre die mir nicht dauerhaft, also nicht immer regelmäßig an, sondern halt dann, wenn ich mal unterwegs bin zum Beispiel, auf eine Konferenz fahre, dann halt gleich mal 4 Stunden den Jens Fauldraht oder sowas und das ist dann cool. Ja. Ich bin aber auch so ein Hörbuch-Fan, also so, ich habe im Schnitt 120 Stunden im Monat, glaube ich, höre ich Hörbücher. Laut Audible, da gibt's so eine Statistik. Ja. Hörst du auch wirklich zu? Oder läuft das dann im Hintergrund und du? Nee, also meistens höre ich schon zu. Es hat sogar auch abends oder nachts hat es eine Einschlaffunktion. Das ist ganz cool. Nach 15 Minuten kann man dann auch einstellen. Nach 15 Minuten soll es ausgehen oder so. Also das ist schon. Aber manchmal höre ich, also kommt aufs Hörbuch an, viele Sachen dann doppelt oder sowas. Das ist einfach ich nicht mehr. Jetzt sind wir bei Hörbüchern gelandet. Wenn ihr wollt, dass wir wieder zurück zum Thema kommen, dann schreibt eure Fragen in die Kommentare. Ich habe eine, die seht ihr wahrscheinlich nicht, weil es in meiner Watchparty ist. Früher hieß es doch viel, ich hoffe, das ist okay, früher hieß es doch viel SEO-Text auf die Startseite. Ist das noch relevant bei Mobile Devices? Also soll man viel SEO-Text auf die Startseite bringen? Also von SEO-Texten würde ich dir prinzipiell abraten, weil das ja heißt, es ist ein Text, den du irgendwie für eine Suchmaschine schreibst. Gegen einen kurzen Text unten drunter, wie man ihn ja klassisch macht, spricht nichts, aber ich würde eher halt oben kurz eine schöne Überschrift, vielleicht mit so ein, zwei kurzen Zeilen, die beschreiben, worum es geht
Und das müsste eigentlich völlig ausreichen. Ich würde auch sagen, es kommt sehr darauf an, also gerade wenn man jetzt von Startseiten vom Shop redet, also ich glaube, gerade eine Startseite vom Shop braucht eigentlich extrem wenig Inhalt in meiner Welt. Also da würde ich halt ein bisschen was dazu erzählen, was das Besondere am Shop ist, und schon ein bisschen Text draufpacken, je nachdem, was das für ein Keyword auch hat, diese Startseite. Aber ein SEO-Text auf der Startseite, ich würde das schon auch integrieren in das, was du wirklich auf der Startseite rüberbringen möchtest als Shop-Marke. Genau, also auch wenn du jetzt auf deiner Startseite zum Beispiel gleich Produkte anzeigst, dann beschreib lieber die Produkte auch gut und guck halt, dass das Menü schön sauber ist. Und weil du jetzt speziell auf Mobile Devices ansprichst, da kannst du natürlich allgemein auch gucken, dass du Text eher zum Ausklappen machst, damit der Nutzer nicht so viel Text erstmal lesen muss. Genau, und Text kann ja auch irgendwie schön gelayoutet sein mit irgendwelchen Icons, wo da noch ein bisschen was dazu steht. Es muss ja nicht immer bloß der SEO-Text sein, der jetzt in meiner Definition zumindest ein Absatz ist, der so lang ist, wo einfach nur. Ja, aber fassen wir nochmal zusammen. Also wenn man jetzt da meint, ja, die Seite rankt nicht, weil ich nicht so einen Text habe, dann liegt das Problem nicht daran, sondern eher woanders. Denke ich auch, ja. Die Startseite ist ja auch oft so quasi das Hauptthema einer Seite und der Longtail sollte ja eher auf den Kategorieseiten oder Unterseiten dann eben passieren. Und deswegen ist die Startseite meistens so für ein, zwei Keywords wichtig und für den Rest jetzt eher weniger. Aber ja, ein bisschen Text sollte auf jeden Fall immer drauf sein. Ja, aber nicht so wichtig wie früher, würde ich sagen. Axel hat uns auf YouTube eine Frage geschickt. Und zwar fragt er, ob die Teilnahme bei Google Shopping für das Ranking wichtig ist. Laut Google sollte sie nicht wichtig sein. Nee, ist nicht wichtig. Also bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die nicht wichtig ist, weil einfach zum einen Google intern sowas nicht möchte. Die wollen schon lange immer die organischen Ergebnisse und die bezahlten Ergebnisse zumindest vom Ranking her strikt trennen. Gut, aber sagen können sie ja viel. Also ja, aber ja. Ich habe mich damit aber mal länger befasst. Es ist tatsächlich so, dass die da ja auch viel Geld dahinter steckt und die Wettbewerbshüter der EU zum Beispiel, die Kartellwächter etc., die passen da extrem auf und da hat, also wenn Google sowas machen würde, es ist ja schon allein diese Listung, dass es quasi zwischen Google, also dass eben nicht andere Preisvergleiche zum Beispiel da mitgelistet werden und sowas, wenn das rauskommen würde, dass es quasi eine Korrelation da gibt, dann wäre viel, also die würden nie wieder froh werden ihres Lebens, wenn sowas rauskommen würde. Deswegen bin ich relativ sicher, dass die da, ich weiß auch von, man sagt ja nicht, darf ja nicht sagen, Google intern erkennt man, aber so ein bisschen, wenn man mal mit denen redet, diese Teams sind strikt getrennt, also die Ads-Teams und die SEO-Teams bei Google. Es gibt manchmal sogar Sachen, wo dann jemand von dem Ads-Team auf jemanden vom SEO-Team kommt und da ist absolut total unternehmensweit quasi eine Blockade, dass man das nicht darf und so weiter. Also das ist, die passen da wirklich sehr auf. Ich würde sagen, nein, dass es da definitiv ist. Wenn es natürlich dann mal sein sollte, dann wäre es ein Riesenskandal, aber unwahrscheinlich. Sollte dich das nicht zufriedenstellen, kannst du es natürlich auch mal testen. Das denke ich mir aber bei diesen ganzen Theorien, auch was jetzt Analytics betrifft, ob das ein Ranking-Kriterium ist oder was es schon alles gab, dann nimmt man es halt einfach mal raus auf 10 Webseiten oder packt es mal rein und schaut, wie sich das Ranking entwickelt. Wenn sich da was ändert, dann wäre das ein Kriterium dafür, aber das bezweifle ich stark und ich hätte gar nicht mal Lust, das zu testen, weil ich es einfach auch zu abwegig finde. Das wäre zu heikel für den Konzern Google. Habt ihr eigentlich den Hund gehört gerade? auch von Thomas auf YouTube kam noch die Frage, wie man Sitelinks in der Google Search Console rausfiltern kann. Die Frage geht noch ein bisschen weiter, ich habe sie euch auf Slack geschickt. Ah, okay. also rausfiltern auf Anhieb schwierig, aber was ganz schön zu sehen ist, also die Frage ist, wie verzerren die Ergebnisse? Man denkt, dass man viele Mehrfach-Rankings mit schlechter CDR hat, dabei sind das nur Sitelinks. Richtig, genau, das ist eben der Punkt. Man sieht immer, dass die extrem viele Impressionen haben, aber dann null Klicks und man denkt sich, das funktioniert ja gar nicht, bis man dann sieht, ach, das sind ja wahrscheinlich nur Sitelinks. Also rausfiltern in der GSC selber ist nicht möglich, würde ich sagen, außer man sagt, man filtert alle mit weniger als 5 Klicks raus, weil es sind wahrscheinlich die Sitelinks. Aber man könnte sich theoretisch wiederum das Ganze exportieren und dann
gerade die mit einer extrem miserablen Klickrate rausfiltern, weil das sind ja sehr wahrscheinlich die ein Sitelink sind. Also wenn ich jetzt 5000 Impressionen habe für ein Keyword und 0 Klicks oder 5 Klicks oder 1 Klick, egal, dann mache ich irgendwas extrem falsch oder es ist ein Sitelink. Also das, diese Sachen würde ich dann rausfiltern und das kann man halt dann eher in einem anderen Tool als in der Search Console selber. Also da wüsste ich zumindest nicht, wie man die Filter so kombiniert. Ich habe eine Idee, die ist aber extrem umständlich. Sie könnte aber funktionieren. Und zwar, ich war in Zürich beim Google Dance letztes Jahr und da war eben eine von den Mitarbeitern, die eben die neue Search Console tatsächlich machen. Und die hat gesagt, man soll tatsächlich, wenn man Feature-Anfragen hat, das Ganze links unten, irgendwo in der Search Console gibt es auf jeden Fall einen Button Feedback, wo man Feedback schreiben kann. Und die schauen sich das an und die haben auch ein bisschen bemängelt, dass da zu wenig kommt. Also dass quasi das Feedback immer öffentlich ist. Und dieses Problem, das kenne ich, das ist uralt. Aber ich weiß nicht, ob die das auf dem Schirm haben. Also es könnte sein, wenn du quasi, du würdest Tausende von, wahrscheinlich Zehntausende von anderen SEOs glücklich machen, wenn du da so ein Feedback schreibst von wegen, hey, wie schaut es denn aus? Könntet ihr das dann mal machen? Ja, also ich weiß nicht, wie da die Chancen stehen, aber könnte sein. Vielleicht machen wir das mal. Einfach mal fragen. Kreative Antwort. Daniel hat auf YouTube gefragt, wie wichtig sind Videos, die auf Branding achten, also visuelle Infos statt Text? Und da muss ich persönlich sagen, ich finde visuelle Infos wahnsinnig wichtig, weil es einfach viel nutzerfreundlicher ist. Aber klar, es gibt Leute, die lesen lieber und manche sind visueller. Und jetzt eure SEO-Meinung. Ich bin raus. Also tatsächlich empfehle ich Kunden ganz gerne Videos. Und da steht jetzt, die auf Branding achten. Also gerade wenn man jetzt einen kleineren Shop hat und noch nicht so bekannt ist und den aber vielleicht mit viel Liebe persönlich betreibt, weil es aus einem Hobby heraus entstanden ist oder so, dann kann das einfach Leute, die euch ja noch nicht kennen, sehr überzeugen. Stellt euch vor, ihr habt da ein Video, in dem ihr euch selber, eure Marke, was ihr tut, authentisch vorstellt. Dann kann genau das den Ausschlag geben, dass jemand sagt, ja, denen vertraue ich, die machen super Arbeit, da kaufe ich was. Und letztendlich wertet ihr damit ja alles auf. Und letztendlich schafft ihr es dann auch so, dass euer SEO-Traffic besser konvertiert. Also Videos sind unfassbar wichtig. Es ist einfach, und jedes Video ist, glaube ich, für Branding besser schwierig zu sagen. Aber ich würde sagen, Videos sind generell schon besser geeignet als Texte oder sonst irgendwas. Und das machen halt auch noch nicht so viele. Verglichen mit Texten, Infografik und sonst irgendwas, wo sich die Leute wirklich abarbeiten. Videos sind auch nicht so schwer, wie man immer denkt. Das muss ja auch nicht super professionell sein. Wir sind ja super professionell, nein. Aber es muss einfach nicht immer Hochglanz und sonst irgendwas sein. Es reicht auch, wenn ihr einen kleinen Online-Shop habt, dass ihr mit der Handykamera irgendwas filmt oder sowas. Natürlich ist es besser, wenn es dann auch noch was ausschaut, ja. Aber einfach machen wir ist einfach eine wichtige Sache. Ja. Ja, zu viel Hochglanz finde ich an anderer Stelle wieder schwierig. Also ich will jetzt nicht 100% zustimmen, da ehrlich gesagt. Also ich finde schon, wenn, dann sollte man es gescheit machen. Mhm. Es gibt ja auch manche so, die halt so super shiny Branding-Videos machen, die halt dann irgendwie da ein Stock-Video mit drin haben, was besonders fancy aussieht. Und die würden mich dann auch eher abschrecken, ehrlich gesagt. Sondern es sollte halt persönlich sein, die Leute von der Firma zeigen, das Produkt zeigen, damit ich mir halt wirklich was drunter vorstellen kann, dass das echte Leute sind da hinter dem Shop. Dann finde ich es cool, aber wenn es jetzt halt das nur noch absurder macht, dann bin ich dann persönlich kein Fan von. Wir sind auch echt authentisch. Ich finde Video auch deshalb gut, weil es ja Nutzer, also es gibt ja einfach verschiedene Nutzertypen. Und so den Nutzertyp, der ganz gern liest, den deckt eigentlich fast jeder ab. Das macht man schon lang. Den Nutzertyp, der sich gern nette Bilder anguckt, auch. Und Video ist aber halt auch ein Nutzertyp, der sagt, ja, ich will mir das jetzt einfach mal direkt erklären lassen, wie was funktioniert. Und gerade bei ein bisschen komplizierteren Produkten oder die man irgendwie wo einbaut oder so, kann das wirklich gut funktionieren. Und so ein Video ist auch immer so ein Sympathiefaktor. Hoffentlich. Also, wenn es gut läuft. Oder auch nicht. Okay, Thomas von YouTube bedankt sich, dass ihr seine Fragen beantwortet habt und hat noch eine Anschlussfrage.
Und zwar, wie man die Sitelinks beeinflussen kann. Wie man bitte was? Die Sitelinks beeinflussen kann, weil Google oft unpassende Seiten raussucht. Ich habe sie euch wieder über Slack geschickt. Ja, ja, Thomas, welche Seiten sucht denn Google bei dir raus? Also, wenn da jetzt, weiß ich nicht, deine Datenschutzerklärung oder so ist, dann könntest du natürlich im schlimmsten Fall sozusagen den Riegel vorschieben und sagen, die setze ich auf No-Index, dann ist sie sicher nicht mehr drin. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es diese Funktion noch gibt, aber es gab mal. Man konnte sie mal löschen, aber vielleicht so als Anfrage. Google sucht sich ja immer die Seiten raus, die tatsächlich die Leute auch wirklich oft benutzen, wenn sie nach deiner Marke suchen. Das heißt, wenn jemand oft das Kontaktformular oder das Impressum eben aufruft oder weil die Leute da oft hinwollen, weil sie dich kontaktieren wollen oder wissen wollen, wo du sitzt, dann ist es so, dass es angezeigt wird. Also es ist tatsächlich hilfreich für die Nutzer und deswegen hat Google diese Funktion auch abgeschalten, dass man quasi die Sitelinks dann, die konnte man früher sogar selbst bestimmen, dann konnte man sie editieren oder löschen und mittlerweile darf man gar nichts mehr, weil Google, glaube ich, gemerkt hat, dass uns nervt es als SEOs, dass man das Kontaktformular oder Impressum da sieht, aber den Nutzer, für den ist es hilfreich. Und wir haben quasi die Suchergebnisse, glaube ich, schlechter gemacht dadurch. Und deswegen haben sie diese Funktion wieder abgeschalten. Ich glaube, wichtig ist auch, dass du dir überlegst, warum könnte Google jetzt diese Seite rausgesucht haben, für die ich einen Sitelink habe. Und also was bietet denn die Seite? Und angenommen, du findest die Seite wirklich richtig schlecht und hättest aber eine andere Seite, von der du denkst, die passt besser, dann musst du einfach die andere Seite mit diesen Infos noch weiter attraktiver machen, die Google sich rausgegriffen hat. Und dann könntest du echt auch mal probieren, die Seite, die du nicht willst, eben auf No-Index zu setzen, weil die auch nicht ranking-relevant ist. Aber an sich ist es eben wichtig zu verstehen, ja, warum kriegt die denn so einen Sitelink? Also zum Beispiel bei Online-Shops sind es oft Sale-Seiten. Warum? Weil die Leute Sale richtig geil finden und da oft hinklicken. Wir haben das auch mal sehr intensiv, oder wir beobachten das immer noch sehr intensiv, gerade für eine Suchanfrage, dass wir immer schauen, was da entsprechend die Sitelinks sind, die Google da sich raussucht. Und es ist immer, also es lässt sich recht gut beobachten, dass es immer saisonale Themen sind, die gerade irgendwie relevant sind. Dass da vielleicht ein Mailing zu rausgeschickt wurde oder dass da das einfach gerade aktuell ein spannendes Thema war oder sowas. Also dass halt gerade viele Leute Kontakt aufgenommen haben, dann war das Kontaktformular mit drin. Das hat sich schon so ein bisschen verschoben. Das heißt, der einzige Weg, das zu beeinflussen, ist eigentlich eine noch relevantere Seite. Irgendwie mit Traffic wahrscheinlich ins Spiel zu bringen. Nächste Frage und vorher ein Smiley an Daniel, danke für das Kompliment. Und jetzt gibt es bei Julian gibt's noch ein paar Fragen. Ja. Welche soll ich denn nehmen? Eure Meinung zu Pressemeldungen an Verteiler, die finde ich sehr gut. Müsste ich aber kurz mal was googeln. Presse. Entschuldigung, Ron, wenn das wieder bimpert hier. Ich finde es. Ich glaube, es ist das, ja. Also es gibt ja diese Presseportale, wo man eben ganz viele verschiedene, man nimmt seine Pressemitteilung und wirft sie da rein und dann wird die in 100 Portalen veröffentlicht. Das ist Quatsch, ja. Es ist auch Quatsch für Backlink-Aufbau, was sehr gut funktioniert. Und das Einzige, was wirklich funktioniert, ist tatsächlich ein Presseportal, wo die Aufnahme von einer Pressemitteilung, glaube ich, 700 Euro kostet. Das ist DPA, glaube ich. Also das, was eben auch offiziell, was wirklich das einzige Presseportal, was wirklich auch Journalisten und Zeitungen lesen, ja, wo sie sich wirklich die Presseinfos rausholen. Das ist tatsächlich was, aber das ist nicht gut für SEO, beziehungsweise ja, es ist schon ein Link drin, der könnte tatsächlich was wert sein, aber das macht man nicht aus SEO-Gründen und dann macht man auch eine Pressemitteilung rein, die auch wirklich gelesen werden soll und verteilt werden soll. Also, und das funktioniert tatsächlich, dass dann auch wirklich Nachrichtenportale draufkommen und man wirklich in der Zeitung erscheinen kann mit einer guten Pressemitteilung, weil die wirklich da gucken, was gibt's denn da und so weiter. Also das ist so, aber diese Verteiler, wie gesagt, sind sogar von Google auch explizit genannt als unnatürliche Links teilweise, wenn sie eben Follow haben und genau.
Also ich finde diese Verteiler auch ganz schrecklich und es gibt immer noch sehr viele, gerade so kleinere und mittelgroße Webseiten, die die benutzen und die da auch Zeit und Energie rein investieren, die ständig zu bespielen, und das liest halt echt kein Mensch. Und es ist einfach nicht zeitgemäß. Es war es wahrscheinlich noch nie und ist es aber spätestens jetzt nicht mehr. Und vor allem investiert ihr einfach eure Energie, die ihr eigentlich in eure gute Webseite investieren solltet, in irgendwie so ein totes Ende. Also würde ich euch davon abraten. Und lieber was anderes machen. Und zwar, guter Übergang, da war noch eine Frage: Wie kann man mit kleinem Budget Brand Searches triggern? Also Brand Searches, also dass jemand nach deiner Marke sucht. Und ja, das ist nicht so einfach zu beantworten, denn da gilt es einfach kreativ zu sein, sich irgendwie zu überlegen, wie schaffe ich das denn, dass die Leute halt wissen wollen, dass die Leute gezielt nach meiner Marke suchen, wissen wollen, was damit zusammenhängt. Und da kann man auch mal über klassisches Online hinausgehen. Weiß ich nicht, wenn du Boote verleihst oder so, dann musst du das halt riesig auf deine Boote drucken oder irgendeine coole Aktion machen. Google mal einfach nach Seokratie. Ja. Nein, Quatsch. Also, sorry. Also, verstehst du es nicht? Nee. Wie beim Brand Search. Ach so. Oh. Der kam flach. Das ist halt immer sowas, was, wenn man sowas halt macht, es geht auch, ja, aber es ist halt immer ein Effekt, der sehr schnell veräppt, und dementsprechend ist es halt dann wieder klassischer Markenaufbau, den man machen muss über Radiowerbung oder irgendwas. Also da gibt es ja theoretisch diverse Möglichkeiten, wo man dann aber wahrscheinlich eher offline wirklich arbeiten muss, damit die Leute eben einen Sinn haben. Also dass sie nicht einfach auf einen Link klicken, sondern eben aus einem Grund die Marke suchen. Aber gerade kleines Budget war ja die Frage. Das sind, glaube ich, echt so kreative Sachen oder Events, die man jetzt mit kleinem Aufwand und großer Breitenwirkung oder so veranstalten kann, gefragt. Hätte ich jetzt gesagt. Offline tatsächlich. Also genau. Flyer oder sonst irgendwas, und Flyer kosten nicht so viel, die dann auch verteilen lassen. Ja. Also. Dann sollte man natürlich noch einen Grund haben, warum die Leute jetzt das, was da auf dem Flyer steht, auch googeln. Am besten halt irgendwas noch günstiger rausgeben oder was weiß ich. Aber also irgendeinen Grund muss ich haben, warum ich jetzt diese Website, die auf dem Flyer da steht, google. Spannende Inhalte. Ja, irgendwas anteasern. Schönen Cliffhanger machen, und die Antwort gibt es nur bei Seokratie. Jenny hat auf YouTube noch eine Frage geschickt. Hi Jenny. Wie geht ihr mit der wachsenden Anzahl an Sprachsuchanfragen um? Optimiert ihr Landingpages gezielt darauf oder versucht ihr mit Videos und Podcasts ranken? Auch auf wir optimieren halt gezielt auf W-Fragen und dementsprechend halt auch auf Featured Snippets. Das schon. Das ist für mich der richtige Weg, bei Sprachsuchanfragen gefunden zu werden. Aber jetzt konkret mit, was hatten wir als Videos, Podcasts noch hier? Das jetzt nicht, sondern es wirklich halt geht darum, den Text so zu platzieren, dass die Antwort so lesbar ist, damit die dann auch im Feature Snippet erscheint und dann auch vorgelesen wird. Also das ist für uns das Ziel. Ich finde auch gar nicht, dass es jetzt von der Logik her so was krass Neues ist, wo man jetzt seine Vorgehensweise total umstellen muss. Denn man hat ja eigentlich schon immer probiert, die Nutzerfragen zu beantworten, nur jetzt sind sie halt ausformuliert. Und deswegen würde ich halt einfach weiter letztendlich so wie bisher halt die eigentliche Frage hinter einer Suchanfrage immer versuchen zu verstehen und zu beantworten, und idealerweise die jetzt auch nicht ewig lang, sondern erstmal knapp beantworten und präzise. Und diese knappe, präzise Antwort könnt ihr ruhig weit nach oben auf eurer Seite stellen und vielleicht auch irgendwie fetten oder mit einem Infokasten oder so umrahmen, sodass die hervorgehoben ist. Was auch eigentlich eine super dankbare Entwicklung ist, weil wenn man sich mal so eine Seite anschaut und sich überlegt, ich möchte diese Feature Snippet rein und ich möchte diese Frage beantworten, dann stellt man erstmal fest, wie man den Text eigentlich umschreiben muss, damit die Frage in einem Satz beantwortet ist oder in zwei. Und das ist, glaube ich, sehr gut für den Nutzer. Also gerade so einfache Sprache ist, man ist einmal auf den Punkt bringen, dann kann man ja im Detail das noch erklären, aber einmal muss man die Antwort auf den Punkt bringen. Ich finde eine sehr gute Entwicklung, und das macht auch jeden Text besser, wenn man das so strukturiert. Die nächste Frage kommt von Nina auf Facebook. Ob die Anzahl der Produkte für eine Kategorie wichtig ist in einem Online-Shop? Also zu wenige Artikel gleich unwichtige Kategorie. Und die Seite wird sie trotz gutem Kategorietext dann schlecht gerankt.
Ja. Also es ist, kurz so knapp. Genau, also man muss immer aus Google-Sicht oder Nutzersicht denken. Google sagt immer, Purpose of a Page, also der Zweck einer Seite soll quasi auch erfüllt werden. Jetzt kommt es natürlich darauf an, um was für ein Produkt handelt es sich. Wenn ich jetzt sagen würde, jemand gibt einen Damenschuhe und man landet auf einer Kategorieseite mit drei Schuhen. Ich glaube, oder Herrenschuhe auch, ja. Ich glaube, ich würde mehr Schuhe erwarten, ja. Also, es kommt wahrscheinlich stark auf das Produkt an, auch. Wenn ich jetzt sage, wie heißt dieser Staubsauger? Dyson, diese Dyson V10 irgendwas Staubsauger. Da kann es sein, dass ich nur drei Produkte auch gut finde, wenn es nur drei Produkte gibt, ja, in diesem Bereich. Es kommt stark eben wirklich auf die Nutzerintention an. Was erwartet der? Gerade in so Fashion-Bereich oder sonst irgendwas, da ist, glaube ich, mehr besser. Ja, und wenn eine Kategorie halt, ihr müsst selber halt schauen, wenn eine Kategorie wirklich, wenn es da viele Produkte geben könnte und ihr seid von der Produktauswahl zu gering, dann habt ihr schlechte Karten, muss man leider sagen, wahrscheinlich. Ja, und man sollte auch prinzipiell jetzt nicht krampfhaft versuchen, Kategorien zu kleinteilig zu machen, nur um irgendwelche Suchanfragen vermeintlich abzufangen, denn das ist die falsche Denke. Wenn du die Produkte nicht hast für diese Suchanfragen, die du abfangen willst, oder eben viel zu wenige davon, dann wird das auch nicht funktionieren. Es sei denn eben, du bewegst dich in einer Branche, wo es aus irgendeinem Grund immer total wenige davon gibt und auch deine Konkurrenten haben immer total wenig Produkte, dann ist es natürlich relativ gesehen wieder okay. Meistens aber, Beispiel vom Julian, Fashion oder so, keine Chance. Stimme voll zu. Daniel hat noch eine Frage zum Thema W-Fragen, was ihr von Answer the Public haltet, von dem Tool. Ich finde es cool, weil der Typ cool ist. Ich weiß nicht, ob das die richtige Antwort ist. Wenn ich damit gearbeitet habe, fand ich es schön gemacht, aber die Fragen waren mir meistens tatsächlich, ehrlich gesagt, zu viele und zu ausladend, alles in allem, da arbeite ich weniger mit. Also ich meine, als Inspiration, dass man nochmal drüber schaut, wenn man gar nicht weiterkommt, gut. Aber ich würde jetzt, glaube ich, nicht generell immer damit arbeiten, sondern eher mal mit so Hypersuggest und diesen Sachen. Das ist für mich ein bisschen kompakter und zielgerichteter. Aber nichts gegen das Tool. Das ist, also das, was es macht, macht's gut. Ja. Einen Moment, wir suchen gerade die nächste Frage. Ihr könnt jetzt noch mehr über eure Lieblingstools erzählen in der Zwischenzeit. Unsere Lieblingstools. Ja, mein Lieblingstool ist eigentlich mitzudenken, weil ich finde, dass vor lauter Tools das manchmal ganz schön untergeht, dass man nicht nur blind sich irgendwelche Daten exportieren und aufbereiten und sonst was mitmachen darf, sondern man muss halt echt immer nachdenken. Also da führt an einem SEO kein Weg vorbei, glücklicherweise. Man muss schon sich einfach eindenken, überlegen, worum geht's hier wirklich. Und das finde ich gerade auch bei so Keyword-Recherche total wichtig. Ein Tool, was mich jedes Mal wieder begeistert, da habe ich erst Anfang der Woche wieder einen Demo-Call gehabt mit den Kollegen, ist RankRanger. Und da wüsste ich jetzt auch mal gerne, ob es andere Tools auch so abdecken können, aber ich fand es sehr cool, das zu sehen, dass man halt, also man kann generell Keywords monitoren, die man sich halt selber festgelegt hat und sich dann schön farbig hinterlegt, wie sich es entwickelt. Man kann aber auch sagen, was jetzt meine gewollte Landingpage ist für dieses Keyword. Und dann sehe ich immer mit dem Häkchen, ob meine gewollte Landingpage da rankt oder nicht. Ich kann gezielt danach filtern, wo jetzt dann eine andere Landingpage rankt. Ich kann die Google Search Console damit verbinden, sehe dann aber direkt aus deren gecrawlten Daten, ob mein Suchergebnis above the fold ist oder nicht, also ob man es sofort sieht auf den ersten Blick, ob Bildersuchergebnisse drüber sind und kann dementsprechend die Klickrate und sowas viel besser einschätzen. Und es könnte sogar sein, dass dieses Sitelink-Thema damit auch beantwortet wird, aber das weiß ich gerade nicht genau, weil die halt einfach die Daten kombinieren, die sie crawlen für das Keyword mit dem, was in der Search Console steht. Und ich finde das echt, also da kann man richtig viel rausziehen für die Optimierung. Und wenn andere Tools das auch können, dann würde ich das gerne in den Kommentaren hören. Ich habe noch eine Frage, kurz vom Ron. Wann ratet ihr zum Umstieg auf Shopware 6? Da muss ich sagen, ich bin technisch gar nicht mehr so auf dem Laufenden.
generell bei einem Shop-System, wann man umsteigen sollte, nicht zu spät, ist immer eine gute Sache. Also es gibt manche Leute, die heute noch von OS Commerce umsteigen müssen. Dann wird es in der Regel freemelig und teuer. Ansonsten würde ich halt wirklich sagen, meistens läuft es ja mit einem Relaunch und wenn das Budget da ist. Ja. Also aber die genauen Sachen, was jetzt mit Shopware 6, ich weiß, dass es da ist, was jetzt da die Vorteile sind, ist so ein bisschen, muss man halt gucken. Also was auf jeden Fall auch ein Thema war bei Shopware, waren die Einkaufswelten, die früher so ungefähr gar nicht funktioniert haben für SEO. Ich glaube, da wurde was geändert, aber generell würde ich von den Einkaufswelten abraten und lieber darum arbeiten, also mit was anderem arbeiten als mit den Einkaufswelten, wenn es eine SEO-Landing-Page ist. Aber kann sein, dass sich da ein bisschen was gebessert hat seit Shopware 6.0, aber sicher bin ich mir es da nicht. Aber es ist eh was Individuelles. Also man muss sich einfach die Features anschauen, gucken, ist es denn was für mich persönlich, und wenn es was ist, dann schon. Generell kann ich noch sagen, also ich würde schon zu Shopware generell raten. Das ist auch, weil wir oft immer die Frage kriegen, was für ein Shop-System soll ich denn nutzen, wenn jemand wirklich ganz neu mit einem Online-Shop anfängt. Es gibt immer ein Shop-System, das ist quasi so Trend und in und gut, und das ist derzeit tatsächlich Shopware. Also es ist, wir kriegen wirklich, also wenn man von einem anderen Shop-System auf ein neues wechselt, wechseln eigentlich die meisten auf Shopware. Außer natürlich, es gibt andere Gründe, aber da macht man nichts falsch gerade. Gerade, das kann sich in 5 Jahren wieder ändern, aber genau. Thomas, der vorhin nach den Sitelinks gefragt hat, hat jetzt noch eine Aufbaufrage. Und zwar, was sind die Kriterien, damit Google bei einer Brand 2, 4 oder mehr Expanded Sitelinks anzeigen? Bei manchen werden ja nur 2 oder deutlich über und dann wieder deutlich mehr angezeigt. Also wenn ich es richtig verstehe, ist, glaube ich, ein Thema, wo die Klickrate eine Rolle spielt. Also zum Beispiel bei Brandsuchanfragen, wenn ihr jetzt nach SEO-Kratie googelt, vermute ich mal, dass darunter halt diese größeren 4 Suchergebnisse stehen, wo, oder 6 vielleicht manchmal sogar. Manchmal gibt es 6, ja. Wo dann schon auch mit einem kurzen Teil der Description angeteasert wird, was da in der Seite drin ist. Wenn es aber eine nicht ganz so navigationsorientierte Suchanfrage ist, sondern eher halt eine informationsorientierte, dann passiert es eigentlich eher, dass die kleinen Sitelinks dann mit drin sind. Und ich glaube, dass das halt sehr stark mit der Klickrate zusammenhängt. Also ich schätze jetzt mal, wenn die Klickrate über einen Wert von unterschiedlich natürlich, aber wahrscheinlich so 30% drüber kommt oder sowas, dass halt dann Google sagt, okay, das ist so relevant, da geben wir nochmal ein bisschen was extra on top. Das ist cool, wie subtil das jetzt gerade war. So, wenn man jetzt nach SEO-Kratie googelt, ich weiß nicht, wie es gerade war, und jetzt haben sicher ganz viele Leute nach SEO-Kratie googelt, wie ist es denn da bei SEO-Kratie? Jetzt wollen wir gerade nicht nachschauen. Aber also, Fall. Und wenn du jetzt eine spezielle Seite hast und möchtest, dass die wiederum sozusagen Deep Sitelinks hast, dann kannst du das auch nicht erzwingen, aber du kannst halt versuchen, auf deiner Seite mit Sprungmarken zu arbeiten und die sehr klar und schön benennen und dem übergeordneten Thema der Seite halt unterordnen. Und dann besteht da die Chance, dass die mit eingeblendet werden. Jo. Noch eine Frage von Ralf, ob wir auch lokal installierte Tools benutzen oder nur Online-Tools. Nora schaut ein mich Tool, an. Ein Tool gibt es. Lokal installierte Tools. Ja, ich habe gerade überlegt. Also als Desktop haben wir. Ja. Natürlich doch. Eins gibt es. Ja, also den Frog halt. Ja, genau. So Screaming Frog. Also es ist ein Tool, mit dem wir, glaube ich, alle sehr viel und sehr gern arbeiten. Und was ich auch tatsächlich sehr empfehlen kann, weil es auch günstig und sehr gut ist. Plus den Logfile Analyzer, der ja eigentlich dazugehört. Also ist genau, bei denen eigenes, muss man fairerweise sagen, dass man den nochmal extra buchen muss. Genau. Ja. Genau, und ja, also Screaming Frog, damit kann man halt eine Seite hoch und runter crawlen, sich danach die Daten exportieren und die in Excel weiter aufbereiten. Excel auch sehr zum schön. Zum Beispiel mit den SEO-Tools für Excel. genau, also das sind so Tools, die wir nutzen. Und diverse Plugins, wenn das im weiteren Sinne dazu zählt. Zum Beispiel von den Link Research Tools habe ich, glaube ich, das Plugin, was mir sofort den Status einer Seite anzeigt, ob sie indexierbar ist, wohin sie kanonisiert. Was habt ihr denn so für Plugins? Plugins nicht. Ja, also Plugins habe ich auch welche. Weiterleitungs, dass mir halt gleich angezeigt wird, worüber ich weitergeleitet wurde. Aber es kann sein, dass das die Link Research Tools auch machen. Web Developer. Ja, okay. Ja. Web Developer. Mir fällt noch ein cooles
Tool ein, das es aber sicher nicht mehr gibt, das ich ganz, 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 ganz früher genutzt habe. C-Robots. Das war der Webkatalog-Submitter. Ja. Da hat man, also es war wirklich ein Desktop-Programm auch. Da habe ich quasi, also man hat da seine Webkatalog-Texte eingetragen und dann hat dieses Tool automatisch einen bei Webkatalogen quasi schon eingeloggt, die E-Mail-Adresse geholt, registriert und so weiter. Und man musste nur noch auf Submit drücken immer die ganze Zeit. Und ich stand da und habe donk, 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 donk. Und ich habe mal danach geschaut, dass ich in 2 Minuten habe ich 120 Webkatalog-Einträge geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Das war in meiner ganz, ganz, ganz Anfangszeit als SEO, hat aber 2007. Also Julian war ja Ansprechpartner, den ihr euch in Webkataloge eintragen lassen wollt. Also ja, ich glaube nicht, dass es ihn noch gibt. Und wenn, dann wäre es extrem krass. Also, aber gibt sicher nicht mehr. Also bitte keine Webkatalog-Submit-Software nehmen. Die ließen sich dann auch alle in 2 Minuten das Desavow-Tool eintragen. Das gab es doch lange nicht. Ja, klar, damals nicht, aber irgendwann wäre man nicht drum herum gekommen. Aber die haben auch tatsächlich 2007 nichts gebracht, diese Einträge, gar nichts. Also damals schon. Und damals haben gute Webkataloge schon auch viel gebracht. Noch mehr coole Plugins, die euch einfallen, die ihr habt? Also mir ist gerade noch eingefallen, eine Zeit lang habe ich ganz gern Keywords Everywhere benutzt. Auch ein Plugin, den man sofort vor allem englischsprachige Keywords ganz gut scrapen kann. Und ansonsten nutze ich noch Ghostery, damit man mich nicht so leicht findet. Oder damit ich keine zu großen Spuren auf den Seiten meiner Kunden vor allem hinterlasse. Ja, also und gut, man kann natürlich auch immer noch nennen, diese Chrome Developer Tools, da ist so viel drin, das ist ja quasi ein Plugin für sich. Also das stimmt. Das ist ja allein schon genial. Und es lohnt sich tatsächlich, sich damit auseinanderzusetzen, ja, was die alle können. Denn es geht ja nicht immer nur darum, mehr Tools sich an Land zu ziehen, sondern die Tools, die man hat, die muss man halt auch gut beherrschen und sich genau angucken, was zum Beispiel in so einem Screaming Frog drinsteckt und in Lighthouse, in Developer Tools. Wenn man, oder auch in der Google Search Konsole zum Beispiel, da gibt es ganz viele Leute, die da 3/4 der Funktionen nicht nutzen. Und ja, es ist einfach gut, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ich habe noch eine Frage von Daniel auf YouTube. Mal gucken, ob ihr sie beantworten könnt. Euer bester Tipp für organisches Wachstum auf LinkedIn, YouTube und Instagram? Da soll ich sie beantworten? Das ist doch eine Frage für dich, Nele. Okay, also organisches Wachstum auf Instagram ist ein bisschen zu spät, leider. da geht das meiste einfach nur noch über Ads. LinkedIn funktioniert noch ganz gut. Und YouTube auch, aber es ist halt mit sehr, sehr viel Mühe verbunden. Also wir geben uns ja zum Beispiel auch sehr viel Mühe, Videos zu produzieren. Und man sieht es vielleicht nicht, wenn wir so ein 3-Minuten-Video auf YouTube veröffentlichen, aber es ist sehr, sehr viel Aufwand. aber es geht. Man muss halt nur gute Inhalte erstellen, die auch auf die jeweilige Plattform angepasst ist. Also es macht einfach keinen Sinn, einen guten Inhalt zu machen und den streue ich jetzt auf jeder Plattform raus. Das funktioniert nicht, weil auf jeder Plattform sind die Nutzer mit anderen Bedürfnissen unterwegs. Auf YouTube wollen sie vielleicht Erklärvideos haben, auf Instagram wollen sie eher was Schönes, um sich unterhalten zu lassen, auf LinkedIn wollen sie konkrete Informationen, eher B2B. Also auf die Zielgruppe der jeweiligen Plattform speziell zugeschnittene Inhalte. Gut zu wissen. Jetzt suche ich wieder Fragen für euch raus. Gerne. Eine JavaScript-Frage haben wir. Guten Abend, Thomas. Weil es gerade der Thomas Raffels. Also Andrea hat gefragt, wie lassen sich auf einfache Weise JavaScript-Links aufdecken? Das finde ich eine spannende Frage, weil also diese JavaScript-Links machen wir ja deswegen so, damit sie eben nicht aufgedeckt werden. Also damit Google diese Links nicht sieht. Und dementsprechend habe ich mich tatsächlich nie damit beschäftigt, aber ich finde die Frage interessant, weil also mich würde interessieren, was hast du denn vor damit? Also warum willst du wissen, wo diese JavaScript-Links hinzeigen? Weil also eigentlich für SEO sollte es ja dann weitestgehend, ja gut, On-Click-Element, ja, dann bist du ein Thema. Das müsste man doch auch mit dem Frog sich exportieren können, ja, oder? Aber letztlich genau, das geht tatsächlich alles, dass man sich halt ein bestimmtes Element über einen Export rauszieht und dann sagt, dass man zieht sich jetzt bloß das On-Click-Element raus, das auf einer Seite steht, aber dass man es dann wirklich schön übersichtlich drin hat, hätte jetzt keine Lösung auf Lager, lässt sich ja bestimmt was rausfinden. Aber mit dem Frog ist es doch übersichtlich.
Oder was würde dich daran nicht stören? Gut, du siehst ja nicht den maskierten Link, siehst du ja. Achso, na nee. Also man kann ja JavaScript-Landing einstellen im ScreenFrog, das schon. Aber dass das dann als Innenlink mit reingepackt wird, das bezweifle ich. Okay. Aber das, wie gesagt, das war eine Frage, mit der ich mich bisher nie auseinandergesetzt habe. Aber das wäre mal ein Ansatz. Also ScreenFrog mit JavaScript und so weiter, das Ganze umzusetzen. Oder halt das Ganze zu extrahieren über einen ScreenFrog und rauszuziehen. Und dann findet man schon eine Lösung. Wenn es dann wirklich den Aufwand wert ist. Die Frage von morgen, zu deiner Ahnung. Was dann, wenn nicht die Einkaufswelten? Ich glaube, das bezieht sich auf Shopware. Genau, also wir hatten einen Fall, wo wir halt, also ganz drumherum kommt man nicht um die Einkaufswelten, weil es ist ja auch ein Grund, warum Leute zu Shopware wechseln, weil es so cool ist, mit diesen Einkaufswelten sich irgendwas zusammenzustellen. Aber wir haben halt so massive Probleme gehabt, die zum Ranking zu bringen. Und das andere Seiten haben faszinierend toll gerankt und bloß immer diese Einkaufswelten überhaupt nicht. Und das lag halt auch daran, dass die einfach nicht richtig interpretiert werden konnten. Also dass da teilweise dann, also gerade wenn man sich den Google Cache angeschaut hat, auch wenn es jetzt nichts direkt mit Rendering zu tun hat, aber dann war die Seite einfach leer und weiß. Und wir haben halt schon festgestellt, dass Google einfach Probleme damit hatte, diese Seiten richtig zu interpretieren und zu ranken, also aus technischer Sicht. Deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir bauen die um in halt wirkliche Inhaltsseiten oder dass man sich da was reinprogrammiert, dass man das als, ich sage jetzt mal, Free-HTML da reinpackt, auch wenn es nicht schön ist. Aber wir haben dann für uns entschlossen, wir wollen nicht mehr mit diesen Einkaufswelten für wichtige SEO-Landing-Pages arbeiten. Ist leider Punkt. So. Ja. Jetzt können wir kurz springen. Und zwar hat Ralf gefragt, ob wir eine Liste mit Tools und Plugins veröffentlichen können. Und jetzt habe ich kurz gegoogelt, was wir schon auf dem Blog haben. Wir haben schon einen Artikel zu den 93 besten Content-Marketing-Tools. Einfach SEOkratie und Tools googeln. Und dann habe ich ein schönes Fundstück entdeckt. Und zwar SEOkratie-Tools 2013. Oh ja. Ich plane seit Jahren, will ich eigentlich diesen Artikel mal zu einer Seite ausbauen und mit aktuellen Tools machen. Tja, dann wäre doch jetzt die Zeit reif. Ja. Gut Ding will Weile haben, aber nach 6 Jahren kann man aber das ja machen. 2013 ist cool. Und die andere Frage ist, wann ist unser nächster Livestream? Und ich glaube, wir haben noch kein Datum festgesetzt und ich glaube, wir machen eine kleine Sommerpause. Also rechnet frühestens Ende August. Also wenn es wieder schneit. Wir kündigen das aber auf jeden Fall auf Facebook vorher an. Und dann gibt es noch eine nächste Frage. Ich schaue mal kurz. Genau, auf Slack habt ihr die nächste Frage. Und zwar geht es darum, wie ihr mit Citations bei Citations. Kunden umgeht. Welche Anbieter und Tools nutzt ihr? Von Patrick auf YouTube. Wie setzt ihr Citations um? Es sind damit... Vielleicht meinte er also wahrscheinlich lokale Citations, also für lokale Rankings. Das heißt Erwähnungen beziehungsweise halt auch für ein lokales SEO ist es ja auch relativ wichtig, dass das Unternehmen im Zusammenhang mit der Telefonnummer und so weiter relativ häufig genannt wird. Da gibt es ein englisches Tool, das eben diese Citations misst. Und dann eben auch sagt, wo die relevanten, zum Beispiel gelbe Seiten und so weiter sind. Oder meinst du jetzt einfach nur reine Nennungen von der URL beziehungsweise der Marke, dass eben eine Marke genannt wird auf einer Webseite anstatt einem Link und Google das ähnlich benutzt wie ein Link? Ja? Also das ist, wie man sowas umsetzt, ist Marketing, also blöd gesagt, indem man quasi das mit Marketing kriegt man Citations, das braucht man gar nicht aus SEO-Sicht betrachten, sondern eher aus anderer Sicht. Das heißt, in dem Moment, wo ich irgendwie Online-Marketing oder Marketing mache, erscheine ich auch zwangsläufig dann irgendwann auf verschiedensten Plattformen. Und also wenn du jetzt messen willst, wie oft dein Unternehmen oder dein Produkt irgendwo genannt wird und es dir dabei nicht um 100%ige Genauigkeit geht und du vielleicht Geld sparen willst, würde ich dir einfach Google Alerts empfehlen. Stimmt. Ja. Wobei es ja eher Mentions sind, oder? Also wenn es die Marke wirklich genannt wird. Also, oder auch News eher. Also News gehen auch. Also Google News Alerts habe ich zum Beispiel. Mhm. Ja,
gesetzt. Ich hoffe, das war jetzt die Antwort, die du dir erhofft hast. Ja, ansonsten gerne nochmal spezifizieren, dann lässt sich dem nachgehen. Ja. Nochmal kurz zurück zu Andrea. Also ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Ja, auf jeden Fall geht es mit dem Screaming Frog, dass man diese JavaScript-Links, dafür ist es ja da, diese Funktion, dass man JavaScript aktiviert und rendert. Dann werden ja eben entsprechend mehr Links gefunden und dann auch das Ganze weiterverfolgt. Also es geht schon, ja. Ja, und wir haben übrigens auch gute Screaming Frog Tutorials. Dann müssen wir halt updaten. Also wenn du jetzt nur diese JavaScript dann aufdecken, Links dann aufdecken möchtest, dann müsstest du theoretisch halt einen normalen Crawl machen, einen mit JavaScript und dann die Differenz rausfinden sozusagen. Felix ist in seinem Element. So, wir sind fast durch mit der Zeit. Ihr habt schon sehr, sehr viele Fragen beantwortet. Übrigens für alle, die beim nächsten Mal auch wieder zuschauen möchten, ihr könnt jetzt einfach diese kleine Glocke anklicken. Dann werdet ihr beim nächsten Livestream direkt informiert. Dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Das mache ich gleich mal. Und seid ihr noch fit für eine allerletzte Frage? Das kommt auf die Frage an. Okay, Simone fragt. Simone fragte, welche sind heutzutage die besten Ideen für funktionierende Affiliate-Seiten? Das kann nicht gut. Ja, das kann nicht gut. Ich habe früher sehr, sehr, sehr viele Affiliate-Seiten gemacht. Die alle nicht mehr ranken heute. Bis auf ein oder zwei. Tatsächlich, also aus SEO-Sicht ist es wirklich, man soll sich Mühe geben. Ja? Also das ist tatsächlich blöd gesagt, aber gerade Affiliate-Seiten haben natürlich keinen guten Ruf, aber es ist einfach gut, je mehr Mühe ihr euch gebt mit einer Seite und desto besser ist es. Also die muss auch aktuell sein und so weiter. Was ich sehe, was so das beste Beispiel ist quasi, oder was man eben machen sollte, ist, lieber habe ich eine Affiliate-Seite, die wahnsinnig gut ist, die auch dauerhaft funktioniert, als dass ich 50 habe und die 50 sind alle irgendwie so lala und die muss man ja auch pflegen und so weiter. Also das ist so ein Tipp, den man definitiv neuen Affiliates geben kann, ist, fokussiert euch auf wenige Affiliate-Seiten, vielleicht sogar nur eine, die dann eben auch wahnsinnig wächst und so weiter. Also das ist dann einfach, wenn man ein Thema wirklich extrem stark ausbaut, dann ist man auch irgendwann keine Affiliate-Seite mehr, sondern wirklich eine coole Seite. Also so zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, blöd gesagt, Check24 ist ja auch nichts anderes als ein Affiliate, aber würde man sagen, es ist ein Affiliate, bitte nicht hauen, wenn jetzt beim nächsten SEO-Stammtisch Check24 ist kein Affiliate, ist eine Brand. Ja, also das ist das Beste quasi. Wenn ihr aus einer Affiliate-Seite eine Brand macht, dann seid ihr keine Affiliate-Seite mehr und dann ist cool. So. Schönes Schlusswort. Ja, 19.30 cool, Uhr, 8. Ich glaube, jetzt haben wir uns alle den Feierabend verdient. Ja. Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie euch auf. Dann könnt ihr sie beim nächsten Mal stellen. Genau. Und ihr könnt uns gerne einen Daumen da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und wir bedanken uns auf jeden Fall auch für die vielen, vielen Fragen. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Tschüss.